Hallo alle miteinander, wie geht's, wie steht's? Hier ist euer Yoshi Gamer und ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deponia! Ja, wir haben im letzten Part versucht weiterzukommen, allerdings haben wir nicht wirklich viel herausgefunden. Aber ich habe ein bisschen nachgedacht und vielleicht ein bisschen, wie man das ein bisschen gestalten könnte. Ja, ein wenig, so. Wir müssen mal kurz schauen. Genau. Ah, ich bin gerade überlegen. Wir haben ja diesen sauberen Spiegel hier. Wir gehen mal hoch und schalten die Lampe an. Gehen wir runter. Aha, guck mal. Ja, genau. Guck mal, darauf habe ich nämlich geachtet. Zack, jetzt nehmen wir uns den Schlüssel. Hängen den sauberen Spiegel einfach daran. Nicht fallen lassen, okay? Und dann können wir da. Nee. Und weil jetzt können wir das wahrscheinlich auch machen. Nein. Passt nicht. Und wieder bin ich dem Geheimnis des seltsamen Schlüssels einen Schritt näher gekommen. Ja. Okay. Na gut. Hä, wo soll der sonst reinpassen? Doch, ich hab's, wartet. Warte, weil da ist mir gerade was eingefallen. Wir haben ja hier noch ein Kistchen. Ha. Okay. Versuchen wir es damit mal. Vielleicht klappt das ja da. Jawohl, guck mal, wie gut ich bin, Leute. Okay. 8-Kant-Schlüssel. So, und dieser 8-Kant-Schlüssel, denke ich mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, ihr wisst genau, was ich meine. Und eine Sicherung! Da muss ich aber nochmal überlegen, was wir da am besten machen. So, jetzt können wir da wahrscheinlich... Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent! Sehr schön, jetzt können wir wahrscheinlich auch da jetzt drin was sehen. Und, yes, das funktioniert! Jetzt fahren wir nicht am doofen Hebel vorbei, sondern können ihn jetzt aufheben. Was war das denn? Egal! Was soll's? Sah aus wie eine Glühbirne. Huch, eine Flasche? Hey, da ist ja noch was drin. Die ist ja praktisch noch halb voll. Doch nur ein Käfer. Das ist eklig. Okay. Wir haben eine leere Flasche. Und den Hebel. Den Hebel können wir wahrscheinlich da jetzt einsetzen, da hinten. Genau. Das werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Die Sicherung muss ich nochmal überlegen, wofür die wir brauchen. Die Flasche, was? Ja, das war eindeutig eine Glühbirne. Jetzt können wir aber auf zwei Sachen zurück. Ich gehe mal da lang. Toll, wir kommen an derselben Stelle wieder raus. Wunderbar. Okay, das ergibt Sinn. Ja, wir sollten zur Tunnelpassage. Jetzt setzen wir den Hebel doch einfach mal. Mir ist gerade so eine Idee gekommen. Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein. Okay, warte mal. Hallo? Hm? Was? Oh, hallo. Können wir ihn nicht irgendwie... Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Nichts, was ich nicht auch alleine... Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Was? Ich bin ja gerade am Überlegen. Hey, mit so einer Flasche könntest du den geheimen Leoparden... Ja, und so weiter. Ich brauche keine Belehrungen. Natürlich nicht.
Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Okay. Wir haben ja noch die Signallampe. Ne, pass auf, wir machen das anders. Wir setzen jetzt erstmal den Hebel ein. Ich bin Profi darin, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Aber in diesem Fall ist das Zaumzeug richtig rum. Das Pferd steht nur verkehrt. Ach so, können wir das... ich sehe es gerade. Wir können ja das Mindbike auf die Hinterschiene packen. Allerdings drehen wir noch mal kurz eine Runde mit. Und los geht die wilde Fahrt! Whee! Wow, das ging schnell! Das ging ja sehr schnell. Schneller als vorher. Okay. Wir stellen den Weichnebel. Wunderbar. Und jetzt machen wir eine Weltfahrt. Zu unserer geliebten Goal. Die auf uns wartet. Auf unsere Prinzessin. Aha. Okay. Gut. Jetzt steht unser Wagen schon mal richtig. Da ist Goal. Jetzt müssen wir sie nur noch von da hier rüber kriegen. Das ist... okay. Wir setzen uns mal in den Kran. Genau, wir setzen einfach mal in den Kran. Nee, das geht ja nicht. Was? Oh oh. Nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Warte mal, können wir nicht die Sicherung... Jawohl, jetzt müsste funktionieren. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Ich mache jetzt mal einfach just for fun. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber egal, wir versuchen das einfach. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Okay, ich habe recht gehabt. Ich habe recht gehabt mit der Theorie, dass der Knochen da eingesetzt werden muss. Ich wusste das. Ich wusste doch alles. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Genau, go! Hol Go rüber. Oh mein Gott! Verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Alter, diese arme Goal, was machst du mit ihm? Du, Alter. Wie gehst du mit der Frau um? Ernsthaft? Okay, er sagt, wir sollen mit Doc reden, also machen wir das mal. Also gehen wir nochmal zur Tunnelpassage zurück, lassen das Auto kurz zurück, denn... So, da, Doc. Jetzt reden wir mit Doc. Mit dem Doc. Okay. Hallo. Was? Oh, hallo. Ich habe noch... Immer her, dann. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Oh Gott, nein. Oh, okay. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Ich geb dir deinen Punkt. Lass ihn einfach auf dich wirken. So. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Mach ich schon. Jetzt haben wir Alkohol. Wunderbar. Wahrscheinlich wird dieser Alkohol besser klappen. Ich habe Docs Fuse, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems.
tun? Ja. Toller Jahrgang. Bis zum Horizont. Es wird. So, jetzt haben wir Alkohol gesoffen. Was hilft uns das jetzt? Ich habe die Quelle. Nee, wisst ihr was? Pass auf, wir gehen nochmal zum Kran daher, dass wir jetzt Alkohol getrunken haben und versuchen es jetzt nochmal. Ich bin zwar nicht der Überzeugung, dass es durch Alkohol funktioniert, aber... Das wird ein Kinderspiel. Ready, go! Gieb, gieb, gieb. Oh, Mist. Ah, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Okay. Der Alkohol hat also nicht wirklich viel gebracht. Oh, das sieht immer so gemein aus, wenn Gold von dem Kran runterfällt. Das ist so... Das sieht so gemein aus, Alter. Sieht richtig fies aus, so richtig böse, wie sie fällt. Das ist... Bah. Wir gehen nochmal mit Doc. Vielleicht kann er uns nochmal... Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Ich immerhin. Könntest du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach etwa. Oh, hart. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Okay, warte, das probieren wir es nochmal. Bis zum Horizont, es wird Zeit. Ich habe Docs Fuß, die Quelle. Hallo? Hm? Oh. Hat das auch jetzt geholfen? Ich immerhin. Aber na, leg ein etwa. Ah. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Gut so. Siehst du, wie alles scheint? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann... auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Ich hab's nicht verstanden. Nochmal. Hm? Aber oh. da muss was hinter sein. Ich hab ihn. Nochmal. Aber leg Du bist eklig, Opa. So, jetzt nochmal. Was ist denn gut so? Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Okay, alles, was ich mir daraus denken kann, ist...
Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Okay, also ich habe das Q. Wisst ihr, wenn ich denke mal, es hat mit den Buchstaben irgendwas zu tun. Ich habe Docs Food, Ike. Toller Jager! Ups, da habe ich auch den falschen Knopf erwischt. So. Wir gehen mal zurück. Von hier aus können wir den Horizont ja nicht bestaunen, ne? Aber von hier, glaube ich. Bis zum Horizont. Es wird Zeit. Wir gehen nochmal zum Kran. Vielleicht klappt der jetzt. Bein hinter Horizont fixieren. Ah! Und los. Ich bin Mollup. Ich bin ein Mollup. Yeah, ich bin schon viel ruhiger. Yeeha! Warum zittert mein Bein denn so? Ich bin doch ein Mollup. Vielleicht war das doch nicht richtig. Okay, nochmal. Wir haben es fast gehabt. Bein hinterm Kopf, Horizont fix und... Ich bin ein... was er vorhin sagte. Also, wir achten auf das blaue Ding. Gehen. Nach rechts, bis wir was Rotes sehen. Ich denke mal. Ach, den blauen Mast. Zack. Nee, ich hab keine Ahnung. Mumpy! Und nun? Okay. Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Zunge ist vom Gang hohl. Auf dich! Toller Jahrgang! So, jetzt müsste es klappen. Jetzt, ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Jetzt aber. Yes! Rufus! 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 Yeah! Oh mein Gott! Okay, aber wir haben Goal schon mal irgendwie unsanft auf unserem neuen Bike platziert. Das ist doch immerhin etwas! Ja, ich habe jetzt nur Angst, dass unsere Geliebte von unserem Auto runterfällt, wenn wir jetzt losfahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie eine gute Sache ist, wenn wir jetzt losfahren. Ich bin nervös, Leute. Ich will nicht, dass hier was passiert. What the fuck? Und los! Let's go! Mist! Ach, warte, wir drücken mal den Hebel. Ha, du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Ah, okay. Nein. Yep, Nudelrezepte zu lesen. Okay, ja, wo sind wir denn überhaupt? Da sind wir, oder? Da, bei P2, ne? Wir fahren mal los.
Okay, ihr habt aber gesehen, wir waren nah dran. Jetzt fahren wir nochmal los. Ich habe ein gutes Gefühl. Nein! Nein! Ach, Mist! So ein Mist aber auch! Probier einfach mal rum jetzt. Nein! 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 Nicht da lang! Ach Mensch, okay. Wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, das reicht erstmal für den Part hier. Steig mal ab. Komm, steig mal ab. Ups! Ach Mist, nein! Oh nein! Fahr wieder mit, Rufus! Fahr wieder mit! Okay, Leute, pass auf, ich erledige den Part hier. Nein. Ja, wir sind diesmal ziemlich weit gekommen. Und haben jetzt auch endlich Goal dabei und bringen sie jetzt im nächsten Part zur unteren Aufstiegsstation, Leute. Yay! Und ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dieser Part gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben dafür. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst nicht, mich zu abonnieren. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Yoshi Gamer. Bis dann. Ciao, ciao, Yoshi!